Willkommen zurück und nein, natürlich nicht spenden. Ich wollte nur kurz speichern und das Stativ ist blöd. Ja, ja. Was ich noch vorhin sagen wollte, diese Einblicke, wie das also aussieht hier, finde ich, also wenn man zum ersten Mal in so eine Zone reinkommt, die finde ich immer so toll. Sollen sie eigentlich, hätten sie eigentlich so machen sollen, dass das immer kommt. Also wenn man in eine Zone kommt, dass immer gleich zuerst so ein Überblick kommt, wo man überspringen kann. Und dann, ja, kann man spielen eben. Schlapper. Meine kleine Schwester Haspira verknüpft sich in der Grünzone. Sie erzählte mir freudig, dass es dort nun viel spaßiger sei als bei ihrem ersten Besuch. Ich bin auf Abenteuerreise durch den Poképark. In diesen Ruinen ist eine gute Sprungtechnik unverzichtbar. Du möchtest spielen, nicht? Wir werden fangen. Klar. Wollen wir anfangen? Ja. Ich wüsste nur zu gerne, wie ich da den Sprint mache schon wieder. Du hast es wirklich drauf. Damit sind wir nun Freunde. Ruf mich, wenn du meine Hilfe für ein Spiel benötigst. Oh, hier kommt. Oh, hier. Ein Lieblings-Pokémon von mir auch wieder kommt hier vor. Ja, ja, spring mal davon. Ich werde dich sowieso fangen. Siehst du? Was für ein geiler Ort. Ha, ha, ha. Nee, okay. Nicht lustig. Ja, jetzt sind wir super Freunde und ich habe noch keine Tauschen. Oh, Ivoli. Du kleines, süßes Ding. Ja, das möchte ich eigentlich nicht, aber okay, ist super. Du hast es aber weit geschafft. Geh bitte weiterhin auf die Yacht. Du müsstest ja einen Wettstreit mit mir. Wie wäre es mit Fangen? Gut, dann versuchen mal, mich zu fangen. Oh, Ivoli, du süßes, kleines, knuffiges, großöriges Ding. Und es fliegt auf die Luft. Ach ja, da oben wartet jemand. Ich hab verloren. Damit sind wir nun Freunde. Ich möchte auch einmal die übrigen Sonnen bereisen. Ruf mich, wenn du bei meiner Hilfe für ein Spiel benötigst. Ivoli ist jetzt dein Freund. Auf diesen Satz habe ich gewartet. Blitzer, schaut vorbei. Oh Gott, Blitzer. Tauchen sie so schnell. Wie sehr mag sich wohl unsere Wahrnehmung der Dinge unterscheiden. Müsst ihr es nicht herausfinden? Wenn ja, dann lasst uns Verstecken spielen. Und es ist übrigens wie Jenio. Ich suche mir jetzt ein Versteck und du versuchst mich zu finden. Schön, das freut mich aber. Lass uns gleich anfangen. Wir sehen ja wo. Ah ja, genau. Wir sehen ja. Da hinten bist du doch. Guck, guck. Den habe ich schon von Anfang an gesehen. Ah, du hast mich gefunden. Somit sind wir nun Freunde. Mir als Aufseher bereitet das Versteck besonders Freude. Lass uns bald wieder spielen. Visenya ist jetzt dein Freund. Yeah. Oh, du bist schon mein bester Freund. Das finde ich toll. Nein, nein, schon gut. Ja, im Ernst, ist gut. Das blaue Geil, was hast du zu sagen? Wo hängst du denn? Du bist immer noch nicht viel weiter als bis zum Eingang der Steinzone vorgedrungen, oder? Wolltest du nicht herausfinden, was es mit dem Beben und dem Himmelsgarten auf sich hat? Ja schon, du Idiot, aber Ivoli, ist das so süß. Da müssen wir doch gleich nochmal das durch die Luft schleudern lassen. Ja, nein, das
da diese Vorarbeit. Das hängt alles schon zusammen mit dem Ende. Ja. Du bist wirklich gut. Ich muss neben mir ins Zeug hängen. Ja, das musst du. Okay, hier ist noch ein bisschen. Was für Zeit? Ja, komm. Da oben ist Glurak. 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 Du hast es weit gebracht, Pikachu. Ich habe schon viel über dich gehört. Einmal. Nur derjenige, der sich des Himmelsgartens als würdig erweist, vermag es, die Steinzone zu überwinden, dem Eid aus alter Zeit Folge leisten. Obliegt es uns, dich hier in diesen Ruinen einer Prüfung zu unterziehen. Du darfst passieren. Übrigens, was mag es wohl mit dem Erderschütterung eben auf sich haben? Da kann man es ja mit der Angst zu tun bekommen. Ja, ist klar. Ein großes, wirklich starkes Flug-Pokémon bekommt Angst, wenn es ein Erdbeben gibt. Ein kleines Mini-Erdbeben. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Hey. Absol, Absol, Absol. Ja, und dieses Pokémon meinte ich. Tristan. Also Absol meinte ich nicht, Tristan. Man sagt, es sei dir zu verdanken, dass sich die Pokémon der Spukzahn wieder vertragen haben. Kann das ein Freund sein? Yeah, Christoblin ist jetzt ein Freund. Ja, du bist gleich mein bester Freund. Das ist doch schön zu wissen. Ich will erstmal mit ihm hier kämpfen. Wir Pokémon auf Steinzone lösen dem uralten Eid folgen. Den Himmelsgarten zu bewachen. Hast du Lust auf einen Wettstreit? Wenn ja, dann lass uns kämpfen. Los, dann zeige mal, was du kannst. Nein. Sollte schon gehen. Ja, genau. Ja, genau. Eisenschwalz gibt viel mehr ab als hier den kleinen Donnerblitz. Du bist wirklich sehr gut. Rufe mich, wenn du meine Hilfe bei einem Spiel benötigst. Glurak ist nun jetzt dein Freund. Ist nun jetzt dein Freund. Ist gut. Ja, den Himmelsgarten zu bewachen und einen Wettstreit kämpfen. Ja, ich werde keine Rücksicht auf dich nehmen. Ich hab nicht. Nur sein Mikrofon. Stirb. Nochmal. Oh, gut. Nimm das. Du abscheuliges Ding. Ach du. Nee, Donnerblitz besiegt Feuer. Unglaublich, wozu du in der Lage bist, klasse. Rapunzel, bin ich schon besser dran mit dir? Rapunzel. Nein, natürlich nicht. Ja, das Sprung hier bereitet mir Kopfzerbrechen. Hoffentlich sind meine Freunde, die in der Magnazone aufgebrochen sind, wohl auf. Hast du Lust davon, Bishop? Wie wär's mit Kämpfen? Genau, natürlich, los. Lass uns loslegen. Na. Ja. Ja, ich bin super treffsicher. Das nützt natürlich gar nichts, weil ich vergessen habe, dass der Boden und Steinboden Pokémon ist. Nee, warte mal, doch. Ich habe ein Problem hier. Und zwar anderen um 20 Spielern. Und die B, jetzt könnte ich etwas sozusagen ablehnen.
Egal. Nein, zuerst schauen wir hier, was denn Hopfrock sagt. Hier darf nur durch, wer das Spiel von Absolut gemeistert hat. Weshalb? Nun, wir sind einem Eid außerhalb der Zeit verpflichtet. Oh, du hast das Spiel nicht gemeistert, nicht wahr? Dann kann ich dich nie alleine auf dich passieren lassen. Ja, genau so sieht's nämlich aus. Absolut, ich mag dich. Dieses Spiel ist aus alten Zeiten überliefert. Möge die Erde noch so sehr beben oder der Himmel herabzufallen drohen. Wir werden diese Ruinen auf ewig beschützen. Die Teilnahme an dem Ruckzuck-Hürden kosten 40 Speer. Nun denn, lass uns anfangen. Komm hierher. Komm hierher. Springe über die Hürden und stürme auf das Ziel zu. Hier läufst du auf Zeit. Schüttel die Wiese am Ring, sobald der Status gefallen ist. Je öfter du sie schüttelst, desto schneller wirst du. Hechte zwei mit zwei über die verlierst du Geschwindigkeit. Okay. Lass jetzt und schüttel sie über die Hürden. Und zwar Pony, Taschlopo und Kapi. Und das machen wir doch noch locker, nicht? Oh, Vulpix! Machen wir es mit Vulpix. Vulpix und Evoli, die zwei süßesten. Finde ich. Ja. Oh. Nein! Stopp! Bis zum nächsten Mal.